Der Zwickauer Unternehmer Gerd Kehle wurde beim Zwickauer Wirtschaftsball für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wurde von der Industrie- und Handelskammer vergeben und honoriert die Pionierarbeit des Firmeninhabers seit dem Neustart des Unternehmens nach der Wende. Für eine solche Ehrung war der Wirtschaftsball natürlich der würdige Rahmen. Die Laudatio hielten gleich zwei Herren. Der Zwickauer IHK-Geschäftsführer Thorsten Spranger und Vizepräsident Jens Hertwig. Letzterer ist zugleich Geschäftsführer einer IT-Firma und konnte ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, denn er kennt den Preisträger auch als Geschäftspartner. Zwar stellt Kehles Firma Ilkazell Kühlzellen her, doch auch dieses Unternehmen kommt ohne IT nicht aus. Jens Hertwig überreichte Gerd Kehle ein Plüschtier mit Symbolcharakter, einen Pinguin. Dieses Tier ist nicht nur das Ilkazell-Maskottchen wegen der tiefen Temperaturen in den hergestellten Produkten. Der Pinguin ist auch das Maskottchen des Betriebssystems Linux. Die Kühlzellenherstellung und die Computertechnik sind in Kehles Unternehmen eng miteinander verbunden. Denn damit erst ist dem Geschäftsführer gelungen, den deutschlandweit ersten und einzigen Kühlzellenkonfigurator im Internet anzubieten. Genau wie man es schon bei Autoherstellern kennt. Für alle Produkte gibt es Preislisten, die geheim oder nicht geheim gehalten werden. Und wir haben uns gesagt, unsere Kunden, wir sind transparent. Die können selbst ihren Preis kalkulieren. Das heißt, wir haben unsere Preisliste online gestellt. Der Kunde, der Interesse hat an unserem Produkt, kann sich am seinen PC seine eigene Kühlzelle zusammenstellen, kann die Preise ermitteln und kann das Produkt bei uns anfragen. Das ist einmalig in Deutschland und damit sind wir auch transparent für unsere Kunden. Sie können selbst sehen, was es kostet. Wie die Gäste des Zwickauer Wirtschaftsballs erfuhren, war es eine Fachjury, die sich letzten Endes für Gerd Kehle als Preisträger entschieden hat. Das macht ihn umso glücklicher, denn von Experten für sein Lebenswerk geehrt zu werden, ist eine hohe Ehre. Ich habe mich gefreut, weil es gab ja schon den ersten Wirtschaftsball. Da waren wir nominiert, aber entschieden haben das Publikum hier. Und hier ist es ein Preis, der, was ich vorhin sagte, von der Wirtschaft kommt, die das nachvollziehen können, was wir an unserem Standort geschaffen haben. Und das freut mich ganz besonders. Der Preisträger dankte aber noch zwei weiteren wichtigen Menschen, ohne die ein solcher Erfolg nicht möglich wäre. Da ist einerseits sein Sohn, der das Unternehmen ebenfalls leitet, und seine Frau. Nun, wir kennen uns schon über 50 Jahre. Wir hatten vor wenigen Tagen 50 Jahre, vor 50 Jahren haben wir uns verlobt. Und sie war von der ersten Minute an, stand sie mir zur Seite, hat mich unterstützt, hat mir den Rücken freigehalten, sonst wäre das nicht schaffbar. Unter den Gästen des Zwickauer Wirtschaftsballs war auch der Mann, dessen Unternehmen diese Veranstaltung organisiert hat, Matthias Graus von Graus Event. Er erlebte den Abend sozusagen in doppelter Funktion. Einerseits als Unternehmer und somit als Gast des Balls, andererseits aber auch als Veranstalter. Schafft er es eigentlich, einfach mal abzuschalten und das Gelingen des Abends allein in die Hände seiner Mitarbeiter zu legen? Nein. Also das ist ein ganz klares Nein, denn die Idee ist ja aus vielen Händen entstanden. Und ich denke mal, wir sind schon so veranlagt, dass wir versuchen, diese Geschichte perfekt auf die Beine zu stellen, perfekt umzusetzen und für die Leute einen angenehmen Abend zu schaffen. Und dann siehst du eben als Veranstalter auf der einen Seite immer diese Kleinigkeiten, wo du als Gast sagen würdest, was mir egal, habe ich ja gar nicht gewusst. Und ich sage immer auch zu unserem gesamten Team, da gehören ganz viele Leute dazu, nur wir wissen ja eigentlich so richtig, wie es hätte perfekt laufen müssen. Also von daher kann man schon sagen, man könnte es schon genießen. Es ist natürlich schön zu sehen, nachdem es letztes Jahr viele 25-Jahr-Feiern gab, bei einigen Partnern auch mal Probleme, wo man einfach nicht an Feiern gedacht hat, dass man gesehen hat, dass dieser Ball von vielen erwartet wurde, ganz wichtig ist für die Region. Und ich denke mal, wir sind wirklich mit unseren Hauptsponsoren, mit allen Leuten, die Tische kaufen, die Einzelkarten gekauft haben, mit der IHK, mit dem Landkreis, mit der Wirtschaftsförderung auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich denke mal, so gegen um 12, wenn dann die letzten Preise übergeben sind, dann kann man ein bisschen abschalten. Die Preise.
ein weiterer Höhepunkt des Zwickauer Wirtschaftsballs. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Tombola mit hochwertigen Preisen. Die Gäste des Balls konnten Lose für 10 Euro kaufen und mussten dann hoffen, dass sie beim Ziehen ein glückliches Händchen hatten. Doch eigentlich standen nicht die Gewinne im Mittelpunkt, sondern der gute Zweck. Jedes Jahr nehmen wir den Anlass, im Wirtschaftsball auch was Gutes zu tun. Wir verkaufen insgesamt über 300 Lose. Die Loseinnahmen werden diesmal dem Puppentheater von der Kultur Z zur Verfügung gestellt, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, dass sich dort viel Mühe gegeben wird, in der Umbauphase jetzt dafür zu sorgen, dass für die Kinder was stattfindet. Und auf der anderen Seite bekommt es der Kids e.V., wo wir aus erster Hand wissen, dass dort wirklich was passiert. Und ja, viele Unternehmer spenden Preise, tolle Dinge. Es geht nach Mallorca, es geht ins Schloss Wolfsbrunnen, es geht von Volkswagen Sachsen auf den Sachsenring. Es gibt wirklich viele Dinge, die wunderbar sind. Und ich denke mal, das ist für die Leute gar nicht so wichtig, unbedingt was zu gewinnen, sondern wichtiger zu wissen, dass man was Gutes tut. Etwas Gutes tun wollte auch die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeis. Auch sie hatte ein paar Lose gekauft. Natürlich schaut man vor der Ziehung auch schon mal nach, welche Preise es so gibt. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, ich habe geguckt, was ich gewinnen könnte. Es kommt jetzt darauf an, welche Farbe gezogen wird. Aber ich habe meinen Mann ziehen lassen, der hat naturgemäß immer mehr Glück als ich beim Losen. Die Wirtschaft ist aber keine Losbude, sondern knallhartes Geschäft. Das weiß auch das Stadtoberhaupt. Immerhin ist sie die Chefin der viertgrößten Stadt Sachsens und damit auch an der Spitze einer wichtigen Wirtschaftsmacht. Ist sie zufrieden mit der Entwicklung? Also wir sind eigentlich optimistisch und die Wirtschaft selber ist auch optimistisch. Ich bin ja mit meiner Wirtschaftsförderin, mit der Frau Hempel, regelmäßig unterwegs in Firmen. Wir waren jetzt gestern erst wieder in einer Sanitärfirma gewesen und die Firmeninhaber, also die Leute, die in der Wirtschaft aktiv sind, sind eigentlich optimistisch, sodass wir sagen können, dass das, was sich jetzt widerspiegelt, auch zum Beispiel in der Arbeitslosigkeit oder bei uns in den Gewerbesteuereinnahmen, was sich auch dann widerspiegelt in dem Optimismus der Unternehmen. Der Zwickauer Wirtschaftsball sollte für die Unternehmer aber in erster Linie ein Abend zum Abschalten und Feiern sein. Ein musikalischer Programmpunkt auf höchstem Niveau war der Auftritt von Martin Schmidt alias Herr Schmidt am Weißen Flügel. Er präsentierte einige Klassiker von Udo Jürgens und wenn man die Augen schloss, hätte man ihn wirklich mit dem unvergessenen Original verwechseln können. Beim Publikum kamen da sicherlich einige Erinnerungen hoch. Udo Jürgens gastierte nur wenige Wochen vor seinem Tod in der Zwickauer Stadthalle. Einige der Ballbesucher haben dieses Konzert im Jahre 2014 selbst erlebt und konnten nun noch einmal eine Reise in die Vergangenheit antreten.